Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Drink Quest 11. So ist der Stand der Dinge. Auf der Suche nach einem Weg nach Antigua hört Maxi ein Gerücht, das ihn davon ausgehen lässt, dass Jade in Swissenpool sein könnte. Die Stadt wird mittlerweile vom sinisteren Satrapen Boogie beherrscht, der daraus ein riesiges Casino gemacht hat. Dort findet die Gruppe Wir wartet Jade. Ist jedoch geschockt, als sie erfährt, dass der grässliche Ausseher der Stadt sie in eine bösartige Version ihrer selbst verwandelt hat. Eine bösartige, sexy Version mit Hasenohren. Man muss schon Lob da anbringen, wo Lob sich hingehört. Nachdem die Freunde einen Angriff ihrer ehemaligen Gefährtin abgewehrt haben, greift schließlich Boogie selbst an. Schnell ist der durchziehende Zauberwirk erledigt. Na, so schnell und leicht war das jetzt nicht. Und seine Magie verfliegt, wodurch alle im Monster verwandelten Menschen wieder ihre Gestalt annehmen. Und Swissenpool nicht mehr unter seiner abscheulichen Knute steht. Auch Jade verwandelt sich wieder in ihr altes Ich zurück, behält jedoch ein klitzekleines Stück ihrer teuflischen Gestalt bei. Wie es aussieht, hat sie auf ihrem eigenen Abenteuer die Harfe der Lorelei gefunden und damit im Gepäck brechen die Gefährten auf, um ihre Mission fortzuführen. Das ist doch mal ein Statement, ja Leute. Wir sind Dragon Quest 11, ich bin's euer Simofix und hier mal wieder eine schöne Zusammenfassung, was beim letzten Mal geschehen ist. So langsam ist unsere Party wieder komplett und fehlen jetzt noch Veronica und Serena, wo ich mal stark davon ausgehe, dass die irgendwie schon zusammen sind, weil Schwestern. Und der andere ist natürlich Eric. Aber wer braucht schon Eric? So, ja, ich habe hier mal wieder gelevelt. Ein bisschen zumindest jetzt, wo ich endlich wieder Jade da habe. Endlich geht's wieder. Schaut euch mal an hier. Zack. Hier haben wir 4 Level immer gemacht bis zum letzten Part. Ungefähr 1,5 Stunden. Jetzt geht's ja wieder, wo ich meinen schönen Trick anwenden kann hier mit Jade Fähigkeit. So. Also, unser nächster Weg führt uns hier übrigens, so wie es aussieht, dann nach Firnland, genau. Nein, ich plaudere. Ich weiß, dass wir nach Firn. Genau. Stell dir mal vor, Jade wäre noch ein Monster. Das wäre schrecklich, furchtbar, ganz ehrlich. Ich war so erleichtert, als ich gesehen habe, wie sie wieder selbst wurde. Wobei, look, war nicht übel war. Ich würde es ihr nicht direkt ins Gesicht sagen, aber die Kleidung stand ihr wirklich gut. Sie steht neben dir. Ich bin dir dankbar, Maxi. Hättest du mir nicht gerettet, wäre ich wohl für mein Monster geblieben. Es ist beschämend, dass ich unter der Kontrolle dieses Ding stand. So etwas werde ich nie wieder zulassen. Aber jedes Unglück hat auch sein Gutes. Ich habe etwas Neues gelernt. Etwas, was ich ganz bestimmt das nicht sicherweisen wird. So. Und ihr habt gesehen, Hendricks Blick natürlich, der war immer noch ein bisschen beschämt. Nun gut, Leute. Also, unser nächstes Ziel ist Finnland, wieder die Eisregion. Und dafür warpen wir uns jetzt erstmal zurück hier zu unserem Schiff, weil genau, Kriegerwelt, da ist ja unser Schiff. Und dann können wir mit der Harfe der Lorelei wieder diese lustigen Portale benutzen, diese Seewege. Haben wir ja das letzte Mal von Mariel bekommen. Der leider verstorbene Mariel. Aber das sollte uns einen Weg nach... Obwohl, nach Finnland können wir eigentlich auch so... Eigentlich haben wir die gar nicht gebraucht, wenn wir mal ehrlich sind. Aber nun gut, ist jetzt nicht so schlimm. So, freut mich zumindest, dass Jade wieder dabei ist, dass man wieder vernünftig grinden kann und... Oh, cool. So, warte mal. Bin ich jetzt hier? Da ist der Hafen. Ja, ach so, ich bin eh schon See gestochen. Das ist natürlich super. Yo, dann... Ach, natürlich. Stimmt ja, wir haben etwas von diesem seltsamen Goldklumpen gehört, der hier ist. Aha, wegen dem konnten wir natürlich nicht weiter. Macht alles Sinn. Ja gut, dann komme ich da raus. Und dann... Nö. Kann ich da... Nee, da kann ich nicht raus. Stimmt, da hier in den inneren Gebieten kann man nicht raus. Nun gut, wie gesagt, ich habe jetzt wieder gelevelt. Ich habe jetzt nicht viel Großartiges gemacht. Nur, es ist mir natürlich wieder wie eh und je passiert, dass natürlich, Jade natürlich keine Ausrüstung hatte, was natürlich wieder sehr cool war, weil jeden Kampf, den man ohne Ausrüstung beginnt, ist immer voll geil. Dazu habe ich jetzt mit Maxi 2 Skills lernen müssen, weil ansonsten hätte ich den Move nicht mehr anwenden können. So, was habe ich denn hier? Oh, was Cooles. Ach, scheiß drauf. Higa! So. No problem. So. Da muss man hin. Frage? Na, die Harfe der Lorelei werden wir hier nicht benutzen können. Obwohl, theoretisch schon. Wir testen es mal, aber... Stimmt ja, weil beim letzten Mal hatten wir die Harfe der Lorelei nicht, deswegen konnten wir da nicht nach unten. Schauen wir mal, es ist ja voll interessant, ob was von Nautica noch steht. Aber niemand schreibt Nautica. Die Hoffnung war immer noch bestehen, dass wir vielleicht doch jemanden noch aus Nautica
haben, der da überlebt hat, aber so wie es aussieht, sind wirklich alle gestorben. Traurig. So, apropos traurig, viel zu viele Random Encounters. Ja, wie gesagt, ich kann jetzt wieder grinden. Es gibt ja jetzt hier wieder bei, wenn ich Jade, Rinaldo und Maxi in der Party habe, kann ich ja hier dieses elektrische Gezieder da raushauen, wo, wenn ich Glück habe, super Gegner kommen, diese Schleime nämlich. Ich habe gesehen, es gibt jetzt einen neuen Schleim, der hat jetzt nämlich so blutrote Augen, ne? Und der gibt 30.000 Erfahrungspunkte, also ist echt ganz okay. So, ich mag keine senilen Opas. Aber ich mag dich nicht. Rinaldo macht jetzt hier zwei Schwerter-Stil, Mann, was eigentlich ganz geil ist. Ich weiß nicht. Maxi, es wird sich schon lohnen, wenn wir hier mit ihm auch ein zweites Schwert ausrüsten. Ne? Dann habe ich aber natürlich das Problem, dass Maxis Verteidigung deutlich sinkt. Bin ich mir noch unsicher. Weil ihr seht zum Beispiel, jetzt hat er mal wieder geblockt. Das ist schon mal cool. So, Gruz auf den senilen Opa. So, weg. Jade ist übrigens ein bisschen schwächer geworden. Aber ich habe auch seit 100 Jahren... sie hat ja immer noch ihre Standardwaffe. Sie hat wirklich immer noch die Waffe, die sie ganz am Anfang des Spiels hat. Das ist irgendwie traurig, Mann. Obwohl, du hast Level 34. Nee, Level 43. 34 Punkte haben wir. Die könnte man mal schauen, ob man die einlösen können für irgendwas sinnvoll. Also, okay, warte mal. Fangen wir mal oben an. Maxi. Ja, ihr seht, ich habe mich jetzt hier wieder runtergeskillt, weil Zick... Also Zick war der Skill, den ich unbedingt haben wollte und das habe ich auch gelernt, das weiß ich jetzt nicht wieso. Aber Zick war der wichtige Skill. Natürlich wollte ich mich eigentlich hier nach oben skillen. Jetzt bin ich wieder weit weg von meinem Gigaschlitzer. Da müssen wir uns jetzt erst wieder nach oben arbeiten, aber okay, ist jetzt nicht so schrecklich. So, Rinaldo, 28 Punkte, was mache ich denn mit Rinaldo? Bombardiert einen Gegner mit Gesten der Zuneigung. Oh, das hört sich gut an. So, und was haben wir hier in der Mitte? Oh, Herzschmerz, oh nein. Pinke Piorette, diese lebhafte Lässerosenbitte, die alle Feinde verwirren kann. Können. Das sind immer diese Skills, die ich mag. Können. Ja gut, mehr werden wir nicht machen können. JD-Leinchen, haben wir 35 Punkte. Steigert Stärke. Was ist das? Also hier oben, das ist Kickboxen, das müssen wir eh nicht machen. Speerskill ist natürlich der wichtigste. Dann mache ich hier Stärke plus, das ist nie schlecht. Dann können wir uns hier sogar anschauen, was da ist. Blitzstoß, ein Blitzstoß, der mit beträchtlich hoher Wahrscheinlichkeit einen kritischen Schaden verursacht. Ach, das ist die stärkere Variante von dem normalen Blitz, von der normalen Blitzattacke. So, und dann würde ich noch gerne den kräftigen. Ah, den kann ich nicht machen. Den machen wir als nächstes. So, und mit Bode habe ich 35 Punkte. Jetzt ist die Frage: Stellt mindestens 50 LP eines. Das ist viel zu wenig, Mann. 50 LP, das bringt mir natürlich hart viel. So, MP-Maximum mit Weisenstäben. Das ist gut. So, dann gehen wir hier runter. MP-Absorption. Mir geht es jetzt mehr um den Skill hier in der Mitte. Vielleicht ist das was Cooles. Ring des Ruins. Beschwert ein Sieger bei, dass die Chance aller Gruppenmitglieder kritische Zauber zu wirken. Unnötig. So, dann skillen wir uns hier hoch. Und als nächstes geben wir dann, dass er mehr MP hat. Weil plus 30 MP ist jetzt gar nicht mal so wenig. Und dann haben wir schließlich noch Henrique. Bei ihm ist auch das Problem... Bei mir haben wir sogar ein großes Problem. Schwerter-Skills brauche ich nicht. Okay, ich kann sowas ausrüsten. Ja, aber Drachenhieb und sowas, das brauche ich alles nicht. Schilde brauche ich auch nicht. Cool, es gibt Schildmanöver. Cool, wusste ich gar nicht. Äxte brauche ich auch nicht. Ich brauche nur Bihänder und Heldentum. Aber im Heldentum muss ich mich erstmal da hochskillen. Der Nutzer schmettert. Ja, dann mache ich lieber einen Drachenhieb. Dann kommen wir zum... Ah, der kostet aber 10 Punkte. Der hat mehr gekostet. Ja... Dafür kommen wir einen Drachendoppelhieb. So, dann gehen wir hier nach oben. Schauen, was Heldentum so mit sich zieht. So, Falkenhieb. Ein. Ja, ich denke, das geht aber auch nur mit dem Schwert. Da steht jetzt nicht, ob ich dafür ein Schwert brauche. Aber ich brauche den Skill ja eh. So, gib mir immer den Skill in der Mitte. Okay, gut, dann haben wir uns jetzt ein bisschen lang aufgehalten. Schauen wir mal kurz. Genau, einmal hier durch den Cup und dann einmal durch. So. Genießen wir das, was in der Welt hier noch steht, weil es ist ja nicht mal so viel. Übrigens, das Galoppolis müsste da sein. Da waren wir auch noch nicht, da haben wir noch gar nicht mal hier die Auswirkungen der Zerstörung hier gesehen. Oh, diese Schleime sehen echt cool aus. Hier sind Schleime! Schleime! Steig an, Donnerstoß. Erreicht nur selten das Ziel. Und hier einen kritischen Vertreffer. Genau.
Das ist eine sehr geile Sache. Aber jetzt haben wir erstmal... ach komm, JD, kümmerst dich um die da. Zack, Stolpferbell. So, ich bin auch mit der Party, die wir jetzt so haben, eigentlich ganz zufrieden. Das ist, Maxi ist eh ein krasser Damage-Stealer. JD ist auch guter Damage-Stealer. Ronaldo hat eine gute Ausdauer und gut, ist ein guter Mix. Und Bodo kann halt drauf fahren. Ja, das ist ein gutes Skill. Machst du es auf sich selbst, oder? So. Also ich bin zufrieden, Mann, aber die Sache ist natürlich, ob jetzt Hendrik halt in die Party. 6 Talentpunkte. Oh, inzwischen erhält man ja da Talentpunkte. Was ist denn da los? Bin ich gar nicht gewohnt. Also halte ich immer so 2 Punkte. So. Kann ich meine Kräftigung noch machen? Jetzt habe ich keine Ahnung, was ich mache. Ja, okay, ich werde hier den Speerskill als nächstes machen. Dauert aber jetzt wieder Weile. Ganz ernsthaft, ich bin nicht so der größte Fan von dem Freischaltsystem, weil ein Großteil der Freischalten-Dinger sind halt doch immer so rudimentär, also so 10% auf Abwehr, 10% auf Angriff, sowas mag ich nicht. Wenn ich Upgrades haben will, dann will ich wirklich effektive Upgrades haben. Und da taugt mir halt immer sowas wie neue Skills. Und dafür gibt es in meinen Augen doch ein bisschen zu wenig. Oh, Penner. So, dann mach ich ja da platt, Mann. Perle, Tor. King Bodo, leg los, Mann. Ach. Nein. Ja doch, Schluss wäre passt. Zack. Jade Rage los. Ach, wie habe ich immer so eine Jade gespielt? Ich weiß es gar nicht, Mann. Die hat einfach krasser Damage hier. Sie hat krass viel Leben. Sie macht gut Schaden. Ich liebe sie, Mann. Ich liebe sie. Komm, sagen wir's. Zumindest mehr als Ronaldo. Aber Ronaldo liebt uns mehr als alles andere. Und das macht mir Angst. Ronaldo ist ein cooler Kerl. Nee. Mich freut das. Also, ganz ernsthaft, das Spiel. Und da müssen wir jetzt natürlich eine Parallele ziehen zu Final Fantasy VI. Final Fantasy VI war ja, lief ja auch so ab, dass man im Laufe des Spieles der Story folgt. Also übrigens jetzt dicker Spoiler für Final Fantasy VI. Wer es noch nicht gespielt hat, einfach mal kurz weghören. In Fall, jawohl, es ist halt bekannt. Also eigentlich könnte man das schon kennen. In Final Fantasy VI läuft es nämlich darauf raus, dass man eben diesen bösen Kefka verfolgt, der mit dem Imperator hier zusammenarbeitet. Und ja, als es dann so aussieht, dass man dann auf einem göttlichen Plateau ist, besiegt dann den Typen, also den Imperator. Und eigentlich sieht es so aus, als wäre die Sache dann geregelt. Aber Kefka wäre nicht ohne Grund hier einer der bekanntesten, gefürchtetsten Final Fantasy Bosse, wenn das schon das Ende wäre. Denn er schafft es, das so eigentlich, was im Endeffekt noch kein anderer Final Fantasy Bösewicht geschafft hat. Nämlich, er schafft es dann, die Welt zu zerstören. Und man schafft es zwar dann noch gerade ebenso, diese letzte Bastion da, wo man eben sich befindet und gegen den Paradekämpfer zu verlassen. Doch währenddessen geht die Welt runter, ein Komet siegelt auf die Erde und zerstört alles im Endeffekt. Und deswegen ist ja auch, ist das Spiel auch in 2 Welten aufgeteilt. Die erste ist die World of Balance und danach kommt die World of Rune. Not long now till we're through the strait. What the? Who's that rattling around in my cargo bay? Would you be a sweetie and go check? In here. I brought the whole gang, Jessica. Huh? Eric? Honey, is it really you? You're alive, laddie. I knew you would be. Oh, this is the best news we've had in a while. You can say that again. It's wonderful to have you back, isn't it? I'm sorry.
I hadn't eaten anything for 3 days. And I saw you loading this boat with food, and I just couldn't help myself. Are you okay, honey? Something is not right. Is this really your former companion? You said Eric, right? I'm pretty sure that's my name, but... Do I know you or something? Don't you remember us, laddie? You're old partners in crime. I'm sorry. I don't remember anything. I woke up and everything was dark and... I had no idea who I was, or where. I remember my name, and I know there's something important I have to do. But apart from that... Look, I know I have no right to ask you this, but... Could I tag along with you guys for a while? If you know who I am, it might help me to remember something. I promise I'll pay you back for the food I took. I'll swab the decks, clean the dishes, anything. No, there'll be no need for that, laddie. You stick with us. I'm sure your memory will be back soon enough. What do you say, darling? Shall we forgive our little stowaway and welcome him back with open arms? Aye, very funny. Come on now, the lad's clearly in a bad way. What do you say, darling? Shall we forgive our little stowaway and welcome him back with open arms? Thank you so much. I promise I won't get in your way. You won't regret this. Some manners. I wish Veronica were here to see this. She'd die. Eric? Ist sie da? Und irgendwie hat sich Eric ein ganz klein bisschen hier verändert, so wie es aussieht. Aber ich find's schön. Sogar sehr schön. Aber trotzdem, es ist... Er hat sein Gedächtnis verloren. Naja, klar. Ich meine, wir waren auf dem Weltenbaum also untergegangen. Also es macht schon Sinn, dass das für einiges Chaos hier gesorgt hat. Und dass es uns allen nicht gut geht, ist ja fast logisch. Aber trotzdem freut es mich, dass Eric wieder da ist. Oh, begegnen, Alter, was ist denn das für ein Bärlein hier? Dafür habe ich mein Schild, Mann. So. Oma, gut. Freut mich trotzdem, dass Eric wieder dabei ist, mehr oder weniger. Ganz jetzt, wie er da gestohlen hat. Ich dachte mir, Eric, mal, kennst du es nicht? Aber ganz jetzt, von den 100.000, was weiß ich, Millionen Schiffe, die hier rumsegeln. Okay, aktuell sind es immer so viel, weil die Welt untergegangen ist. Aber ganz jetzt, die Chance, dass er wirklich genau das Schiff hier von seinen alten Kameraden findet. Wie hoch ist da bitte die Chance? Gering? Sehr gering? Minimalistisch? Minimalistisch. So. Das war ein geiler Attacke, Mann. Das ist eine sehr coole Attacke. Okay, warte mal. Was haben wir hier? Teufelchen. Ich bin Jade. So. Schauen wir mal, was die gute Jade drauf hat. Bam! Komm, Jade, lass alles raus, Mann. Was kostet der schon? Oh, oh, lecker, lecker, lecker. Okay, entweder das heilt ihn oder schmeißt es auf uns, wenn es ihm nicht schmeckt. Sehr cool. So, Jade, das sexy Bunny-Kostüm, so mache ich das. Naja, richtig viel mehr Schaden macht es jetzt nicht unbedingt. Bodo Punch!
Sehr, ah, diese zwei Hiebe sind cool, Mann. So, bevor wir jetzt hier weitermachen, ganz kurz. Bevor ich es wieder vergesse, weil ich vergesse es immer gerne. Aufstellung. Genau, Eric ist wieder in der Party. Das ist ein Level 39, was ist das für ein Lutscher, Mann? Der war doch schon ein höheres Level, als wir ihn abgelassen haben, oder? Der war. Scheinbar nicht. Naja. Dann. Was kriegst du denn hier? Ein Chakra. Cooles Ding. Wo habe ich das her? Ja, aber wenn ich das hernehme, dann sind alle seine Skills umsonst, die wir bis jetzt gelernt haben. Pelzponcho. Kann ich was Besseres? Nö. Charme braucht er nicht. Abwehr und Angriff. Nee, ich lasse bei ihm Dolche. Es bringt nichts. Es ist zwar cool, der Chakram, aber es bringt mir nichts. So, was haben wir da was Besseres? Soldatenschwert, das ist besser. Bronzeschwert plus 3. Ah, nee, ich kann ja nur Dolche, stimmt ja. Erics Dolch. Oder ich habe doch sicher einen besseren Dolch, oder? Genau. Den da. Und. Hä? Du hast keine Ausrüstung für die Richter. Seit wann kann ich nicht mehr. Check ich jetzt nicht. Seit wann kann ich bitte keine zwei Waffen mehr mit dem ausrüsten? Charakterbock, hast du da alle seine Skills vergessen, oder wie? Ha, ja, du bist so ein Lutscherik, Mann. Ich sagte mir, du warst schon wie immer, was du gebrauchst. Was ist das für ein hässlicher Goldblock? I'm sure that wasn't here before. Well, it looks like we won't be selling that way anytime soon. Well, that's not much help to us, eh? They can't get through to Arboria. You can't find out how to give old Mordigan what for. Wait, there's that pillar of light in the sea north of Sniffelheim, eh? Well, it's just a thought, but maybe that's worth a wee look. It's not too far off, after all. Okay. Eisberg, das ist kein Eisberg, ein Goldberg. Goldberg, der Wrestler, oder? Nein, krasse Sache. So, oh, jetzt begeben wir uns hier aufs offene Meer. Ich bleib hier beim Land. In der Nähe der Landmassen. Okay, aber wie gesagt, jetzt ist unsere Party mal fast wieder vollständig. Jetzt fehlt uns noch Serena und Veronica. Die werden wir auch noch finden. Allein schon Veronica muss das sehen, wie Eric jetzt drauf ist, Mann. Wird sie sicher was zu lachen haben. Aber Eric können wir jetzt eben Kampf nicht mehr gebrauchen. Er kann ja nichts mehr. Okay, kannst du mit seinem Chakram kann er da rumschmeißen. Da bin ich jetzt gespannt. Oh, sexy Move, Leute. So. Hau mal raus, Mann. Kamehameha! So. Fast beeindruckend. Nur noch fast. Zack! Boom, schau ich mal an, der macht so gut Schaden, Mann, Rion, Alter. Aber ich will halt einfach mein Schild erstmal mit Max behalten. Es ist halt einfach geil, wenn man hin und wieder einfach Schläge abwehren kann. So, machen wir Multi-Aller. Genau. Und dann segeln wir ganz entspannt hier weiter. Ganz entspannt und relaxed. Hoffen, dass wir hier. Genau, da ist der Gang nach unten. So, dann schauen wir uns das Tor hier im Blick. Boah, Renaman Gott, dass die Tauchmärkte ein bisschen zu häufig auf. Deswegen hasse ich Segeln. So. Gegen euch habe ich keine coolen Moves. Ich kann fliehen. Na, fliehen. Ich habe ja irgendwie eine 5%ige Chance. Oder also gefühlt habe ich so eine 5%ige Chance zu fliehen. Und wenn ich versuchte, klappt das eh nicht. Rutz. Au. So, dann ein Erntemond, vielleicht? Alter, was verfehlt! Penner! So. Aus, ne? Das ist ja cool. So, jetzt aber bitte treffen, JD. Genau. Oder Punch! So. Gut.
alle hässlichen Viecher bezwungen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir hier den Weg nach unten, wo der auch ein Zimmer Schönes hinführt. Hoffentlich nach Fernland. Leute, ich sehe gerade ganz schlechtes Voraussehen. Wir machen jetzt an dieser Stelle einen kleinen Cut. Wir wissen, wem diese Stimme gehört. Das ist, ich weiß nicht mehr seinen Namen, aber das ist dieser riesige, eklige Quallenfisch, der uns hier schon zweimal aufgelaut ist. Das erste Mal, als er hier in Nautica war und Nautica vernichtet hat, und das andere Mal, als er uns hier überrascht hat und wir gerade nochmal so mit dem Leben vorbei weggekommen sind. Und wenn ich jetzt gegen ihn kämpfen muss, dann hasse ich das Spiel. Ich hatte zu viel Random Encounters, das macht es schon, ne? Das kommt nur irgendein Cutscene, hoffe ich. Aber die werden wir erst beim nächsten Mal erleben von Dragon Quest XI. Bis dann, noch rein, auf Wiedersehen. Ciao.